können wir direkt mal abgeben eigentlich. Eine Pestkarte. Oh, ein rotes Trio-Tag. Stimmt, das war immer an Wänden. Ach ja. Hunde, super. So not worth it. Diese blöden Tönen, ey. Wie sie auch einfach nichts bringen. Einfach unnötig sind. Mithrilerz, Schrosch. Hey Yuffie. Wir uns wahrscheinlich bei der unterirdischen Höhle. Er trainiert dort oft. Weißt du, der Kanal Hintergasse ist mit Höhlen verbunden. Ach so. Nee, mit dir rede ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Kann ich die Dinger nicht auch angreifen? War hier nicht mal was drin? Nö, offenbar nicht. Rolling through the 90s. Ich mach das so, ich mache jetzt noch ein bisschen hiervon. Ich komme irgendwie gerade gut mit dem Spiel durch. Stimmt, ich habe was vergessen. Oh. Das ist ein Donnerding. Einstellung. Sora. Vita. Feuer nehme ich raus und dafür Blitz. Netter Flächenschaden, deswegen. Die einen habe ich damit sogar, glaube ich, geheilt. Blitzfungis. Verrecke! Aua! Leben! Wie, das musste man echt auf sich selber noch casten. Oh Gott. So. War das nicht so, der trainiert hier? War da nicht von die Rede? Eine Potion. Haha! Ab durch die Mitte. Ach ja, den Platz gab's ja hier. Haha, da war ja was. Diese Ort ist äußerst geheimnisvoll. Hm, schön. Hey, Dude. Ich nerv dich mal, ne? Du hast das Schlüsselloch also gefunden. Jupp. Schlüsselschwert hat es automatisch schon Schläge. Gut. Jede Welt hat ein Stern. Was? Jede Welt im Sternmeer hat ein Schlüsselloch. Und jedes führt zum Herz aller Welten. In dieser Stadt muss auch eins sein. Was meinst du damit? So stand es in Anselms Bericht, den kein Schwein liest. Die Herzlosen strömen durch dieses. Ich hab grad durch nutzlose Loch. Schlüsselloch herein und machen etwas mit den Herzen der Welt. Was passiert mit der Welt? Am Ende verschwindet sie. Das sucks. Deswegen ist dein Schlüssel so wichtig. Bitte versiegel die Schlüssellöcher. Du bist der Einzige, der das kann. Ich weiß nicht. Irgendwo da draußen muss die Antwort liegen. Yo, schosch. Wir müssen deine Freunde finden. Und König Mickey. Ich
glaube, du hast recht. Okay. Noch was. Der Gummistein unterscheidet sich von den anderen. Weißt du, wofür der gut, wofür der ist? Punkt, 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 Punkt. Frag Sid, der müsste das wissen. Warte, Sora, nimm dies mit. Was ist das denn? Der Stein besitzt geheimnisvolle Kräfte. Ich habe ihn als Glücksring getragen, also jetzt gehört er dir. Als Glücksbringer, und wie funktioniert er? Hunde. Warte mal, ein Anhänger. Nee. Hä? Moment. Modell Ariman, okay, Muck, König, Computer Level 1. Was hat er mir jetzt gegeben? Ja, irgend sowas. Egal. Ich bin überfordert. Egal. Gut, Fragen bis jetzt. Wenn es heißt, der Kerl hat Peilung, dann hat er Peilung. Schorsch. Ist da noch irgendwas? Hier ist mal gar nichts. Hat wahrscheinlich was mit dem weißen Trio-Symbol zu tun. Ich frage mich ja, wie Leon hierher gekommen ist. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach durch die Mauer gebrochen ist. Na, wobei. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, ne? So, gehen wir mal Sid nerven. Ist noch irgendein Ort, wo ich hin möchte, eventuell? Eine Glocke bei der Villa mit Kniff soll, weiß soll irgendwas. Ah, ich glaube, ich weiß, womit das. Nö, darauf habe ich gar keinen Nerv. Tschüss, tschüss. Tschö mit Ö. Bin ich schneller als ihr alle. Davon mal abgesehen. Tschüss, tschüss. So, dann gehen wir mal Sid nerven. So, die letzte Tat für heute, würde ich sagen. Meine letzte Tat für heute ist Sid nerven. Sollte jeder einmal getan haben in seinem Leben. Wow. Was hast du denn da? Hey! Wenn das kein Gummistein ist. Wofür ist der? Soll es ein Scherz sein? Sieht aus, als mache ich Scherze. Fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was ein Navigummis ist. Was Navigummis sind. Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Alter, das verletzt meine Gefühle. Wir wissen vieles nicht, na und? Wir müssen mit dem Gummijet zu anderen Welten fliegen. Ja, wir haben keine andere Wahl. Ruhig, Blut. Ich dachte nicht, dass ihr es so ernst meint, okay? Also, ich werde euch mal wenig unter die Arme greifen. Danke. Grundsätzlich können wir mit Navigummis zu neuen Orten fliegen. Ihr wollt den Kloker montiert haben, oder? Dann seid ihr an der richtigen Adresse. Aber vorher muss ich noch was abliefern. Was müssen Sie denn noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Es ist sehr alt. Als dieser Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerfleddert, dass es kaum zu restaurieren war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer, könnt ihr es für mich abliefern? Es ist ein altes Haus in der Traverse Ost. Sucht nach dem Zeichen mit der großen Flamme. Altes Buch. Was war das? Die Glocke über der Villa mit Kniff läutet. Geht nachsehen, wenn ihr wollt. Liefert aber vorher das Buch ab. Kommt nach zum Traverse Ost, ich werde da sein. Okay.
Okay. Ich guck mal gerade, wie lange bin ich jetzt schon drin? Soll ich nicht? Ach komm, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich habe ja hier überall Speichermöglichkeiten. Noch verschlossen. Wunderschön. Ich liebe es, wenn Sachen noch verschlossen sind. Das heißt, sie sind noch verschlossen. Aber nicht mehr lange. Aus dem Weg. Bam. Zack. Das macht so gut Damage. Gehen wir erstmal in die Villa rein. Das möchte ich mir nochmal angucken. So. Einfach rein. Ist mir wurscht. So wurscht. Diese Flattermänner. Oh, hallo. Stimmt, die waren so schwach. Da war ja was. Oh. Bleib hier! Oh, diese kleinen Mistdinger. Oh, hallo. Wow. Rubinsplitter, Schorsch. Boah, Alter, wie viele kommen hier? Want. Wieder raus. Ah. Musste ich das jetzt schon machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wow, Hauptfunk. Kleine Fucker sind einfach so nervig, ey. Rotz. So. Noch einer. Einmal durch die Mitte. Ich weiß nicht, ob ich das schon wollte. Oder ob das gut für meine Gesundheit sein wird.
You know what? Fuck it. Soll ich alle drei finden, oder was? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Ach, Kinnitsplitter. Schön. Die Dinger sind auch noch toll. Wie gesagt, ihr werdet erstaunt sein, was wir nachher alles brauchen. Ja, ich heile mich selber, Donut. Was hast du davon? Was Heilung angeht, gibt es jetzt nur noch mich. So. Nur noch mich. Und mich. Ich glaube, da wo ich jetzt hin soll, da kann ich auch speichern. Und dann kann ich da nämlich auch Feierabend machen. Schosch. Cool, AP gestiegen. Ungewohntes Haus. Weißt du, komme ich da rein? Ich tue es einfach mal. Oh. Ich glaube, es ist ein bisschen zu dunkel hier, um zu leben. Geringfügig. Ich würde es mal mit der Lampe hier oben versuchen. Nur mal so gesagt. Aber das bin auch nur ich. Also ich würde da die Lampe da oben anmachen. Zack. MP hast gelernt. Oh, ich glaube, jetzt hat Donald endlich mal was Vernünftiges auf dem Kasten. Ich brauche eigentlich noch Feuer, also ich muss gucken, dass ich hier nicht alles verbrauche. Ich glaube, Donald hat da echt was Nützliches jetzt gelernt. Da. Ich wäre nie drauf gekommen, das so zu machen. Sieht doch überhaupt nicht unheimlich aus hier. Überhaupt nicht. Hinten in die Truhe komme ich wohl auch noch nicht dran. Leerer Fragezeichenraum? Warum nicht nur Raum? Du betrittst Raum. Dieser muffige Ort hat was an sich. Er erinnert mich an die geheime Höhle zu Hause, wo wir immer an die Wände gekritzelt haben. Weißt du noch? Kairi? Sora? Hallutis. Nun. Er kommt früher, als ich dachte. Sie haben gewusst, dass wir kommen? Natürlich. Sie sind ein Herzloser? Er sieht nicht so aus. Du meine Güte, nein. Ich heiße Merlin. Wie ihr seht, bin ich ein Zauberer. Seht ihr diesen Klischeehut und diesen Klischeebart? Euer König hat mich um Hilfe gebeten. Ja, eben der.
Donald, Goofy und wer bist du, junger Mann? Ich bin Sora. Aha, also, wow, hab ich eine Buddel Wasser umgeschmissen. Warum hat der König sie gebeten? Ein Augenblick. Proteso, Presto, Pesto. Oh ja, auf Pesto. Highspeed-Wohnungseinrichtung. Hättest du auch gleich ordentlich machen können, Junge. So. Euer König bat mich, euch in Kunst und Magie unterweisen. Wir können jederzeit damit beginnen. Lasst mich wissen, wann ihr mit der Unterweisung beginnen wollt. Und noch was. Hallo, ich bin die gute Fee, ich bin auch da. Euer König hat mich auch gebeten, euch zu helfen. Steht mehr in der Reise zur Seite. Bah. Ich weiß nicht, ob ich seine große Hilfe bin, aber kommt jederzeit vorbei. Schrosch. Irgendwo war doch hier ein Trio-Dings da. Hart viel Zeug. Mega-Äther. Ja. Magieunterweisung würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts. Dup, die Dup. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.